Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich einen Pflaumenkuchen mit leckerer Schokostreusel obendrauf. Und es geht so schnell und wenn man keine Zeit hat für die Torte backen oder aufwendige Kuchen, dieses Rezept ist wirklich perfekt. Und kann man nicht nur mit den Pflaumen nachbacken, sondern auch mit anderen Obst oder Beeren. Schaut, wie toll sieht er aus. Schön viel Pflaumen, schön saftig. Zeige euch auf dem Teller. Schaut. Und er ist wirklich sehr, sehr lecker, sehr fluffig, sehr locker. Die Pflaumen sehr saftig. Schaut. Es braucht man nur eine Tasse Kaffee und vielleicht auch Vanillesoße. Mit Vanillesoße schmeckt mir am besten. Oder einfach aufgeschlagene Sahne nehmen. Aber wenn das alles nicht möchtet, dann schmeckt er auch so einfach leicht mit Puderzucker bestreut. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich es gebacken habe, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Bevor wir Teig anfangen zu machen, können wir schon gleich unseren Backofen anmachen auf 170 Grad Umluft zum Vorheizen. Und dann fangen wir mit dem Teig. Erstmal brauchen wir Zimmertemperatur weiche Butter und geben wir da abgemessene Zucker und schlagen wir das auf. Nachdem wir Butter mit dem Zucker gut verrührt haben, schaut ihr, es ist richtig schön hell geworden, können wir dann zufügen die Eier. Aber jede einzelne Ei kurz aufschlagen. So, das haben wir. Schieben wir erstmal an die Seite und machen wir unsere trockenen Zutaten erstmal fertig. Dafür habe ich jetzt mir abgemessen Dinkelmehl, Typ 630. Kann man aber auch ganz normale Weizenmehl nehmen, durchsieben. Dazu geben wir noch einen Teelöffel etwas gehäufte Backpulver. Ein Teelöffel Vanillinzucker kann ich gleich in die Masse geben. Prise Salz nicht vergessen. Das haben wir auch. Jetzt können wir die trockenen Zutaten zu unserer Teig geben. Aber ich gebe noch ein bisschen von Zitronenschale. Dann schmeckt auch im Teig schön. Wenn ich halt so eine getrocknete, habe ich auch getrocknete Schale mir schon vorrat gemacht. Könnt ihr auch getrocknete, so ein halber Teelöffelchen oder Teelöffelchen dazu geben. Und wenn ihr die Schale von der Zitrone nehmt oder von Orange, musstet ihr immer darauf achten, dass es das Bio-Zitrone ist, weil bei den anderen eigentlich darf man die Schale nicht nehmen. Und werden wir jetzt den Teig zubereiten und dazu portionsweise Mehl dazu geben. Und die zweite Hälfte. Immer erstmal auf die langsame Stufe Mehl unterrühren, dass die nicht staubt. So, ich kratze nur ein bisschen den Teig ab, weil wir dann brauchen den Schneebesen noch für unsere Streusel zu bereiten. Dann können wir das gleich auch nutzen. So, ich habe mir vorbereitet meine Auflaufform und habe die auch mit dem Backpapier belegt, dass es dann besser Kuchen rausnehmen. Und habe ich auch noch ein bisschen eingefettet mit meinem Trennbackmittel. Jetzt geben wir Teig da rein. Meine Form ist 22 cm auf 31, dass ihr ungefähr wisst, wie groß es ist. Natürlich kann man diese Kuchen auch in eine runde Form machen, wird dann aber ein bisschen Teig etwas dicker. Streichen wir glatt. So, Teig haben wir einige Masse verteilt und jetzt werden wir die Pflaumen rauslegen. Die Pflaumen habe ich entkernt und auf vier Teile, so Viertelchen geschnitten. Und lege die so etwas schräg in den Teig, so ein bisschen eindrücken, aber mit Haut nach unten. So etwas wie ziegelartig.
So, haben wir alles. Verteilen wir unsere Pflaumen noch hier am Rand. Genau 450 Gramm Pflaumen habe ich gebraucht. So, probieren Sie Ihre Pflaumen oder Zwetschgen, was Sie da jetzt nehmen. Und wenn es zu sauer ist, kann man oben ein bisschen noch auch mit dem Zucker bestreuen. Ich habe hier so eine Mischung Zimt und Zucker. Mehr natürlich Zimt als Zucker. Und gebe ich auch oben drauf, weil Pflaumen und Zimt eigentlich so passen miteinander zusammen. Nur so ein bisschen. Und für oben machen wir noch einen Streusel, einen Schokostreusel. Dafür nehme ich Zimmertemperatur Butter, gebe da auch Mehl, auch Dinkelmilch genommen, Zucker und so ein gehäufte diese Dessertlöffel Kakao. Kann man auch ein bisschen mehr nehmen, wenn man schokoladiger möchte. Und machen wir Streusel. Dafür nehme ich einfach den Mixer. So, haben wir das. Jetzt mache ich erstmal meinen Schneebesen sauber. Ein Stückchen Butter hat sie sich hier versteckt. Werde ein bisschen mit den Finger anarbeiten, dass ich ein bisschen grobere Stücke von der Streusel habe. Das ist am meisten das Leckerste. Wenn die dann diese groben Stückchen von Streusel werden, so schön knusprig. Und verteilen jetzt da auf unserer Kuchen oben drauf. Das wird lecker, liebe Freunde. Und das geht wirklich so schnell. So, ein bisschen so verteilen unsere Streusel. Und jetzt geht es in die Backofen ungefähr für 40 Minuten. Aber schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. So, es sind jetzt nur 30 Minuten vergangen. Aber ich habe schon an den Teig geprobiert. Und er ist wirklich durch, dass er nicht zu trocken wird. Im Springform, dann wird der Teig etwas dicker, dann braucht man 40 Minuten. Aber heute habe ich diese Form genommen, weil die etwas größer als Springform. Und deswegen der Teig auch etwas dünner, braucht man auch weniger Zeit. So, ich werde jetzt meinen Kuchen auf die Gitter rübertragen, dass er abkühlen kann. Und dann, wenn es abgekühlt ist, dann schneiden wir Stückchen ab und probieren, was wir heute gezaubert haben. Alleine lieber nicht rübertragen. Wenn ihr das so nimmt, könnt ihr Teig brechen. Deswegen lieber zu zweit, jeder an eine Ecke und rübertragen. Deswegen hole ich jetzt meinen Mann hier. So, liebe Freunde, unser Kuchen steht jetzt schon hier fast eine halbe Stunde. Es ist noch lauwarm. Aber wir werden es schon abschneiden und schauen, wie was wir da heute gebacken haben. Nehmen wir von der Mitte, dass wir sehen, ob das unsere Mitte ist, auch so gut durchgebacken ist. Ist wunderschön der Kuchen geworden. Wirklich sehr, sehr schön. Ein dünner Teig, nicht zu dick. Da hatte ich wirklich gute Entscheidung, nicht in den Springform machen, sondern in den eine Auflaufform. Weil beim letzten Kuchen war richtig den Teig echt wirklich ein bisschen zu dick. Obwohl es hat trotzdem sehr gut geschmeckt. So, liebe Freunde, das kann man reichen dann mit leckerer Vanillesoße oben oder aufgeschlagene Sahne oder kann man auch nur Puderzucker drauf machen und fertig unsere Kuchen zum Kaffee. So, liebe Freunde, wenn euch mein Rezept gefallen, würde mich sehr freuen über eure Kommentare, wenn ihr das nachgebacken habt. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Kaffeezeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!